Hallo, ich zeige euch heute mein persönliches Weihnachtsoutfit und außerdem bin ich heute das Türchen 22 unseres Magnolia Adventskalenders, bei dem ihr einen 1500-Euro-Gutschein gewinnen könnt. Wort Nummer 22 und insgesamt 23 ist hier in diesem Video versteckt. Wer gestern mit Wort 21 dran war und bei wem morgen das allerletzte Wort versteckt ist, erfahrt ihr außerdem noch im Lauf des Videos. Schaut für mehr Info einfach in die Infobox unter diesem Video und dort steht auch nochmal alles detailliert. Ja, nun zu meinem Outfit. Entschieden habe ich mich für ein altgold funkelndes, sehr eng anliegendes Paillettenkleid von Nick Cliff, das man auch gut an Silvester tragen kann. Ich fand es aber für Weihnachten passender. Darüber trage ich einen Boyfriend Blazer von H&M. Dazu kann ich mir auch einen guten Longcardigan vorstellen, nur bin ich nicht so wirklich ein Fan von Longcardigans. Daher besitze ich auch keinen, aber die Kombi mit dem Blazer gefällt mir eigentlich doch ganz gut. Jack Frost will put on his show. It's time for dreaming of snow. Weil immer so viele Fragen, zeige ich euch heute auch mal, was ich auf den Lippen trage. Und zwar ist es von L'Oreal Caresse ein Tinted Lip Gloss in der Farbe 200 Princess. Das ist auch ein absoluter Tipp von mir. Meine Uhr von Asos gehört schon automatisch dazu. In einem schönen Roségold. Finde ich auch passt eigentlich immer ganz gut. Dazu trage ich außerdem meinen Lieblingsring, bei dem ich allerdings nicht mehr genau weiß, wo ich den gekauft habe. Die Perlenarmbänder, die sind von Primark. Genau wie übrigens die Ohrringe hier, die bei Primark eigentlich ja dauerhaft im Sortiment sind. Die Tasche hier, die habe ich von Nick Cliff. Ja, für eine Party oder so würde ich eine Klatsch eher tragen, aber ich finde für eine Familienfeier, ja, da ist die Tasche hier einfach passender. As the flakes start to fall, it's time for dreaming of snow. The time of year we all know that Jack Frost will put on his show. It's time for dreaming. Am besten passen zu diesem Outfit meiner Meinung nach Peeptoes im Mary Jane Stil. Die sehen einfach ja, schön feminin aus und machen auch ein richtig schönes Bein. Aber leider passen sie aufgrund dieser bunten Glitzersohle nicht so zum restlichen Outfit. Ja, daher muss ich sie wohl leider, oder kann ich sie wohl leider doch nicht tragen und muss andere anziehen. Eine gute Alternative sind jetzt diese Pumps hier. Die habe ich von H&M mal gekauft Anfang des Jahres. Ja, die müsst ihr aber mittlerweile auch schon kennen, weil ich die einfach so oft trage. Und das war auch schon mein Outfit für Weihnachten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis bald.